Sie kamen, um ihr Fest zu feiern. Das Fest der elektrischen Gitarren, der 100 Funkstärken, das Fest einer Reise in die Welt der Fantasie und des Traums. 10.000 rückten hautnah zusammen, dem Beat zu huldigen. Zelebration unter freiem Himmel bei 35 Grad im Schatten. Auf dem Open-Air-Festival in Hamburg war man unter sich. Alter zwischen 14 und 25. Für sie ist der Beat mehr als Musik. Mittel zur Antigesellschaft, Grenze zwischen den Generationen. Jean-Luc Godard, der französische Filmregisseur, nannte die junge Beat-Generation die Kinder von Karl Marx und Coca-Cola.